Willkommen zurück zu Clash Royale. Alter. Alter, das Angebot ist geil. Legendäre Truhe. Ich könnte mir. Das sind 5000 Juwelen. 5000. Alleine für 1000 könnte ich mir zwei Truhen kaufen. Ich könnte mir 10 legendäre Truhen, also 11 legendäre Truhen, wenn ich mich nicht verrechnet habe, kaufen. Wir machen jetzt die wunderbare Herausforderung, so lange, bis wir rausfliegen. Oder ich gehe sehr da, denn ich muss ja nachher weg. Weil es eine neue Karte ist, zeige ich sie euch mal, dann nehme ich sie. Okay. So ging Licht, ne? Wenn es der Eck ist, dann Grüße geht raus. Aha, wir sehen, es ist ein Propeller-Dings. Wie schickt man die denn am besten voran? Aber die Macht, naja, solide. Damage ist jetzt nichts, aber die Karte ist in Ordnung. Doch, gegen die Karte. Nichts sagen. So, wir machen jetzt mal wieder die Fake Cold Gang. Oder auch nicht. So, das war gut, das Kampfholz von ihm. Jetzt können wir noch einmal die Flugmaschine setzen, komm. Und, ja. Okay. So, jetzt. Okay. Es wird noch ein geiles Update kommen. Versprich zu, Selja. Nachdem sie eine Präsentation in Helsinki hatten, wo ein paar andere YouTuber waren, unter anderem Chef Strobel und Trimax. Die beiden waren dort. Und laut denen wird's richtig geil. Vielleicht kommen noch die anderen Karten, die wir uns vielleicht wünschen. Vielleicht kommt genau die Karte, die du jetzt wünscht, vielleicht aber auch nicht. Müssen wir gucken. Vielleicht schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Update erwartet. Es wird auf jeden Fall ein größeres Update. Ich war selbst nicht dort, aber von dem, was man mitbekommen hat, wird es auf jeden Fall ein größeres Update. Aber die Flugmaschine macht. Doch vom Schaden her kann man sich dann nicht beschweren. Also beschweren kann ich mich jetzt eher weniger über die Flugmaschine. Da kann man sich eher mehr über, naja, ein bisschen, naja, es ist sehr ausgeglichen, also es ist immer unterschiedlich eine gewöhnliche Karte. Und für das, dass es eine gewöhnliche Karte ist, finde ich jetzt aus Leben eine seltene Karte. Für das, dass es eine seltene Karte ist, ist sie doch ganz in Ordnung. Kriege ich den Turm? Ich glaube nicht. So. Machen wir direkt weiter. Wir werden dann nachher noch ein paar Truhen öffnen. Auf jeden Fall dranbleiben. So, er bekommt hier von mir ein Rush-Deck. Ein Cycle-Deck, ein Raketen-Cycle-Deck. Wir bekommen dafür ein Lava-Hund-Cycle-Deck. Mal gucken. Und zwar ein Barbaren. Okay. Ich probiere es mal so. Mit der Taktik. Sollte eigentlich funktionieren. Er hat aber hier leider Sperrkobolde.
Mal gucken, wir setzen jetzt mal nur Bogenschützen. Warten dann ab, ob er noch irgendwas dazu setzt. Wir setzen das Ganze hier. Das sollte reichen. Reicht aber nicht. Der Magier bekommt einen Hit raus. Okay, so, der Magier hat jetzt einen Hit rausbekommen. Jetzt sparen wir mal auf unseren Lava-Hund. Ja. Lava-Hund. Okay. Jetzt setzen wir Lakaien, da wir nichts anderes haben. Wir verlieren unseren ersten Turm. Das Deck ist ein bisschen teuer. Vielleicht sollten wir direkt eine Hexe setzen. Ob das eine gute Wahl wäre, hier wäre eine Nachthexe besser. Aber ja, man kann nicht alles haben. So, und jetzt mal gucken, wir kriegen auf jeden Fall den Turm. Aber der Magier, der stört uns ja sehr stark. Der stört uns extrem. Der ist aber jetzt auch schon down. Jetzt können wir das Koboldfass setzen. Und dann warten wir mal ab. Wie viel Schaden machen wir? Er setzt noch eine Armee von Sperrkobolden. Okay. So, jetzt setzen wir unsere Barbaren. Warten dann ab. Die sollten das Ganze eigentlich verteidigen können, ohne dass der Turm down geht. Der wird jetzt auf 900 HP oder sowas gehen. Doch nur auf 1000. Okay, ist gut. Macht aber nicht wirklich einen Unterschied. So, jetzt geht's mal auf die Flugmaschine. Okay, das setzen wir mal. Er setzt hier eine Rakete. Das ist gut. Dann fangen wir mal von hinten an. Und zappen jetzt hier mal. Das müsste man verteidigen können. Kann ich aber leider nicht. So, das sollte man haben. So, jetzt warten wir mal ab, wo geht der Lavandin hin auf die Seite. Das ist gut. Hier zappen wir. Okay. Aber die Gegner lassen mich auch nicht durch. Ja, vielleicht jetzt. Ah. Doch, nein, oder? Nein. Verfluchte Chile. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. So, weiter geht's. Kobolde, Prinz, Friedhof, ist Magier. Und jetzt warten wir mal ab, was er mir gibt. Er weiß nicht, was ich ihm gegeben habe, aber er weiß, was er mir gibt. Deswegen, ja. Vielleicht kriege ich noch eine Hütte. Königsriese. Okay. Ob das jetzt so notwendig war? Er setzt die Barbaren dagegen. Gar nicht mal so verkehrt. Aber wir sollten zwei Barbaren zaun. Wir kommen, setzen jetzt die Flugmaschine. So, die Flugmaschine sollte keinen Schaden abbekommen. Kommt sie aber auch jetzt durch den Gift. Okay. So, jetzt sparen wir mal. Jetzt muss ich, aber ich kann nicht sparen. Sollen wir es wagen? Du kannst es doch nicht wagen, wie kannst du nur? So, wir sitzen jetzt in den Eismagier. Sitzen hier. Okay, wir sitzen hier in die Kobolde. So, jetzt müssen wir gucken. Sitzen hier unseren Königsriesen. Der nicht weit genug vor, der ist außer Reichweite, oder? Ich bin mir nicht sicher, ja. Der ist außer Reichweite. Und wir haben sogar genug Schaden gemacht. Das sieht schon mal gut aus. Aber leider nicht so gut. Der Double Elixier jetzt heim, werde ich nochmal im Busch wagen. Jetzt setze ich hier in den Friedhof.
Okay. Also die kann nur. Alter. Schnell gehen die dann down. Ja, das war der Magier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier Magier so schnell down geht. Gegen die Flugmaschine. Aber war jetzt dann doch so. Vielleicht schaffen wir einen Sieg. Ja, auf jeden Fall gut. Okay, jetzt setzen wir die Flugmaschine ein. Cyclen noch einmal unsere Rakete durch, aber bevor wir die durch. Ja, wir cyclen die doch durch. Und jetzt kommt noch was dazu. Friedhof. Jetzt sollten wir hier mal verteidigen. Sieht gar nicht so gut für uns aus. Wir verlieren, glaube ich, jetzt den Turm. Ja, leider. Aber das hat auch hier jetzt extrem geleckt. Im Spielhaus. Noch einmal für den einen Kommentar. Es hängt nicht. Es ist nur nicht flüssig. Noch einmal, damit wir das klären. Es hängt erst dann. Also es hängt erst dann, wenn ein Stammbild drinnen ist. Oder wenn jetzt etwas länger sich nichts tut hier. So, jetzt bekommen wir hier. Naja. Okay, hier, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Kann man machen. So, zum Schluss habe ich ja gesagt, öffnen wir noch die Truhen. Die Truhen werde ich hier nicht öffnen, die auch nicht, da ich dafür zu wenig Juwelen habe. Vielleicht schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch so ein Angebot gekauft habt. 3 Minuten lang, beste Freude. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Clash Royale. Ciao.